Playa de Palma. Traumhaftes Wetter, doch düstere Wolken ziehen auf. Und das hat nichts mit Meteorologie zu tun, sondern mit Gesang. Das ist Willi Herren, der mich heute im, auf dem Bildbalkon besucht. Moin, moin, Willi. Du wohnst ja sehr geil. Das darf man so nicht sagen. Ich wohne bescheiden auf 60 Quadratmetern. Er hat 35 Quadratmeter und Wohnschlafzimmer, Küche, alles in einem. Sag mal, Willi, muss denn das eigentlich immer sein, dass ihr hier euch verkracht? Jedes Jahr die gleiche Scheiße, um es mal so zu sagen. Soll ich mal sagen, lieber Ingo, genau das habe ich mir auch gedacht. Jedes Jahr dieselbe Kacke. Und jetzt trifft mich das persönlich ganz tief, weil jetzt geht es ja um einen Freund, einen guten Buddy. Ja? Und dass das jetzt so ein Ende genommen hat, trifft mich sehr hart und sehr tief. Ich bin ein sehr Herzmensch und das trifft mich mit Ikke. Mit Matthias, ich wollte Ikke nicht mehr. Willi, was mich wundert, irgendwie bist du, wenn es hier um Stress geht, am Ballermann immer so ein bisschen mitbeteiligt, ne? Also ich denke da nochmal an Peter Wacke mit Scheiß drauf. Wem gehört jetzt eigentlich die Nummer? Ja. Das war vor 3-4 Jahren. Und ist ja okay, aber irgendwie bist du immer so in diesem Brass, also als wärst du so der Magnet, der teilweise das Unheil hier am Ballermann auch so ein bisschen anzieht. Ich meine, das liegt vielleicht auch daran, lieber Ingo, dass ich auch eine Person bin, die auch bekannter ist als manch andere hier im Ballermann und ich polarisiere auch. Nicht jeder mag mich und man weiß, wenn man über Willi geht, kriegt man eine schöne Schlagzeile, weil weil es ist halt so. Ich weiß nicht. Es ist leider so. Immer so läuft das über mich und ich bin auch nicht immer unschuldig, das will ich jetzt auch gar nicht sagen. Aber die Wackelgeschichte zum Beispiel war, es wurde uns beiden ja angeboten. Uns beiden. Scheiß drauf wurde uns beiden angeboten, parallel und um das kurz zusammenzufassen. Und es stand ein Duett an, was eigentlich zustande kam. Es war, wurde hinter unserem Rücken wurde das diskutiert über das Management. Und dann kam auf einmal Peter Wackel raus, hier das, original, aber scheiß drauf. Und dann haben wir uns gesagt, vom Megapark, weißt du was, dann machen wir das einfach auf. Also ich kenne die Geschichte so ein bisschen anders. Dann schließ mal los. Also das Original von Scheiß drauf ist ja von der Kerwa-Band. Ja, das ist, ne? Also auf Volksfest im Süden Deutschlands. Jetzt tut sie ja noch aus der Ecke, aus der Peter Wackel kommt. Genau. Peter erzählte mir eins, der hat ja, die auch die Idee gehabt. Ich habe nie gesagt, dass ich die Idee gehabt, nie im Leben. Um Gottes Willen. Okay, alles Wille. Klar. Gut, dann haben Niemals, wir das geklärt. Nein, bitte nicht falsch verstehen. Das war nicht meine Idee. Scheiß drauf, das war Peter Wackels sensationelle Idee. Aber du hattest schon das Gefühl, dein Song, der passt irgendwie ganz besonders gut zu dir. Besser genau, als ich zu Peter gedacht, Wackel. Es gibt halt gewisse Songs, die passen halt so Künstler und gewisse Songs, die passen halt nicht. Und ich finde halt so eine Nummer wie Scheiß drauf, die ist ja mega. Ja, das ist ja ein Evergreen. In 100 Jahren werden wir alle noch Scheiß drauf singen. Das habe ich ja schon im Winter schon gehört, diese Nummer. Und habe gedacht, boah, die ist so geil. Jana, kannst du dich mal fragen, ob wir die Nummer vielleicht zusammen machen könnten mit dem Background Bierkönig und ich im Background im Megapark, da könnten wir mal zusammenarbeiten und medial könnten wir das gut aufstellen. Die Idee war ja gut, also die Produzenten fanden das gut, die Manager fanden das untereinander auch ganz gut, aber dann ist das alles etwas anders gelaufen und dann hat er das Original, hat sich ja trotzdem so genannt, aber scheiß auf das Original, obwohl das ja von Endlich Kerber ist. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir das auch. Und haben dann die Nummer dann gecovert. Dann gab es dann eine Megapark-Version und eine Bierkönig-Version von Peter Wackel. Okay. Aber ganz ehrlich, der einzig wahre Scheiß drauf ist der Mr. Peter Wackel. Gut, dann haben wir das jetzt geklärt. So, nächstes Thema. Also, nächstes Thema. Ja, ich glaube, es war Anfang Februar, da bekam ich einen Anruf von Ikke Hüftgold. Da sagte Ingo, ich werde dir gleich eine Erklärung zuschicken von Willi Herren. Willi Herren wird sich jetzt bald in den nächsten Stunden in eine Klinik begeben. Und das Ganze werden wir auch öffentlich machen auf der Seite von Willi Herren. Was dann geschehen Willi, ist. Moment, hat dich angeschrieben? Nee, er hat mich angerufen. Ich weiß auch ganz genau, ich war gerade auf dem Weg in ein Restaurant. Ja. Und er hat mir diese Erklärung ja auch in deinem Einverständnis geschickt. Ja. Und ihr habt ja auch in deinem Einverständnis veröffentlicht, dass du dich erstmal ein wenig, wenig in die psychologische Betreuung zurückziehst, wegen eines gewissen Burnouts, den du dir im Prinzip selber zugeführt hast, indem du dich, sagen wir mal, auf ein Dreiecksspielchen eingelassen hast und da dich leider ein wenig verrannt hast. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen. Ja. In dem gleichen Atemzug sagte mir Ikke, als er mir das damals schickte, dass er sich jetzt mehr um dich kümmern wird, beruflich und geschäftlich.
Das war der Stand von Februar und da wart ihr euch ja auch noch handelseinig. Wir waren uns bis vor 7 Tagen, waren wir eigentlich noch Buddies. Nur kurz zu der Geschichte. Ich meine, die meisten von euch haben das ja alle mitbekommen. Ich hatte da ein ziemliches Problem. Ich habe ein Dreieckspielchen gespielt mit zwei Mädels und konnte mich da nicht so offenbaren. Dazu kam noch mein persönlicher Stress mit Familie. Familie gibt zwei arge Krankheitsfälle und das alles in allem hat dazu geführt, auch das Auftrittsvolumen war zu krass über Karneval, dass ich das alles nicht mehr gehandelt bekommen habe und ich konnte nicht mehr klar denken, ich wusste nicht mehr, wo links, wo rechts war und mit Jana kam ich nicht mehr klar, Jasmin Jana, war... Deine Managerin und Ex-Freundin. Genau, wir... das war einfach alles zu viel für mich. Ich konnte einfach nicht mit der Wahrheit raus. Und dann habe ich halt selber die Reißleine gezogen. Ich muss mich jetzt mal in therapeutische Hemden geben, damit mir mal geholfen wird, damit ich auch weiß, wo, wie, da, wie, was ist. Weil ich konnte nicht mehr klar denken. Es war auch das Auftrittsvolumen. Ne? 17 Auftritte in 5 Tagen oder 6 Tagen. War, und davor hatten wir ja schon über 200 über das Jahr verteilt. Das war dann doch ein bisschen zu viel für mich. Auch der ganze private Stress. Das war alle, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Es war einfach zu viel. Und bevor ich dann ins alte Muster verfalle, habe ich gesagt, ziehe ich jetzt hier und jetzt die Reißleine und lass mir helfen. Weil ich will auf gar keinen Fall mehr in dieses alte Muster verfallen, wie es mal vor 8 Jahren war. Ne? Ich will der Willi sein, der jetzt hier ist, der 40 Kilo leichter, mit einer Tenorstimme. Nein, ich bin jetzt gerade, geht es mir körperlich ganz gut. Und ich wollte einfach nicht mehr ins alte Raster verfallen. Und es war kein, es war Verdacht auf Burnout. Ich war in einer der Burnout-Klinik und habe mich da, war da 2,5 Wochen drin und bin dann. Ja, aber sag mal, du bist doch kaum aus der. Klinik raus. Also wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr euch mit Ikke drauf vereinigt, du und Jana? Jana sitzt gerade dort. Hallo Jana. Also das wollte ich noch erzählen. Ich wollte noch ein bisschen ausholen. Und zwar, es wäre jetzt glaube ich zu komplex, um das jetzt alles hier zu erläutern, aber die meisten von euch wissen ja, was da um mich geschehen ist und was ich da gemacht habe. Hatte ich natürlich auch eine gewisse Angst, Existenzangst und habe gesagt, Mensch, wenn das jetzt rauskommt, ich habe ja einfach die Reißleine gezogen und ich gehe in die Klinik, ich weiß nicht, was passiert. Und wenn Jana jetzt einen Rückzieher macht und das Management hinwirft, wollte ich einfach auch weich fallen und habe den Ikke, also Matthias Distel, als Freund um Rat gebeten und habe gesagt, Matthias, ich habe da ein bisschen Angst, wenn ich diesen Schritt wage und ich muss den jetzt machen, dass Jana mich dann managementmäßig in den Arsch tritt, besteht die Möglichkeit, dass du mich dann betreuen kannst und Booking und so, das 1:1 übernehmen kannst und dass aber auch Jana auch weich fällt, dass Jana auch, ne? Und das war die Abmachung und so war das. Aber dass Jana und ich uns jetzt besser verstehen als hier zuvor, zwischenmenschlich, freundschaftlich, beruflich, unfassbar, das hätte keiner gedacht. Und da bin ich dem lieben Gott auch sehr, sehr dankbar für, dass es jetzt echt so läuft. Es läuft zwischenmenschlich super. Aber eigentlich hieß es doch, eigentlich hattet ihr euch doch vereinbart. Aber es hat, bitte? Aber eigentlich hattet ihr doch vereinbart, Jana geht so ein bisschen weg von dir, kümmert sich so ein bisschen eher um das Booking, damit ihr euch auch alle so ein bisschen entspannt, emotional. Falsch, das ist falsch. Das ist definitiv falsch. Für den Fall der Fälle, wir reden hier im Februar, an dem Rosenmontag, wo das alles passiert ist, als ich die Reißleine gezogen habe, habe ich Ikke, Matthias Distel zur Rat gebeten, um Rat gebeten, als Freund. Ich hatte in dem Moment keinen, ich wusste nicht, wem ich mich öffnen kann. Der hat ja auch diesen Brief verfasst. Ich war ja gar nicht mehr in der Lage, irgendwas zu verfassen. Und er hat mir da ja auch geholfen. Ich wollte einfach nicht, dass ich falle. Ja? Dass ich immerhin, schaut mal, was ich für eine Scheiße gebaut habe. Ja? Ich habe eine Dreiecksbeziehung geführt. Das war mir alles zu viel. Und ich habe gedacht, boah, wenn die jetzt die Reißleine zieht und schmeißt jetzt alles hin, Jana, beruflich, dann stehe ich ganz ohne alles da. Und darum habe ich Matthias gefragt, Matthias, könntest du, wenn der Fall der Fälle eintreten würde, könntest du dann mein Management und Booking übernehmen? Das war das, die Ausgangslage. Aber dass sich das so entwickelt, wie es jetzt ist, ich bin dem lieben Gott dankbar. Besser kann ich mir das doch gar nicht vorstellen, dass es jetzt so top läuft zwischen meiner Freundin, zwischen meiner Ex-Freundin und das ist alles einfach, ist ein Träumchen. Mhm. Das hätte doch keiner gedacht.
Aber das, also laut Ikke hat das so ein bisschen euren Vereinbarungen widersprochen. Also er hat sich so ein bisschen darüber gewundert, dass... Ikke dreht sich das gerne so, wie er gerne haben möchte und so. Ich habe gesagt, falls der Bruch kommt, also Mensch, ich finde das irgendwie auch kacke, ja. Ich rufe den als Freund an und in einer völlig hilflosen Situation, er hat mir auch geholfen. Jetzt höre ich, dass er den Brief als allererstes dir geschickt hat. Den wollten wir erst auf Facebook posten und nicht erst über die Bild-Zeitung gehen. Das ist auch nicht korrekt. Das habe ich ja jetzt auch im Nachhinein erfahren. Na, die Bild-Zeitung war halt an diesem Tag sehr, sehr schnell. Ich war selber überrascht. Ja, aber das geht ja auch nicht, weißt du, das ist auch nicht. Das war ja schon der erste Vertrauensbruch, dass Ikke dir als allererstes oder der Bild-Zeitung... Das hat er nicht in Absprache mit dir getan? Nein. Also so kam es mir aber vor. Nein, ich wollte nur... Ich meine, das kann man ja auch anhand des Facebook-Posts nachlesen, dass ich das nur über Facebook machen wollte und gar nichts dazu sagen wollte. Okay. Das war ja bis eben eigentlich auch so. Und das war der Standpunkt, dass wir das machen nur über die Facebook-Seite und dann gibt es keinen Kommentar mehr. Ja, den Kommentar gab es dann ja auch nicht mehr. Bitte? Den Kommentar gab es dann ja auch nicht mehr. Der Kommentar steht heute noch da. Ja, Moment. Also dein Statement haben wir veröffentlicht und das hast du auch veröffentlicht auf Facebook. Ja, auf Facebook. Und danach hast du dich ja dran gehalten und keine weiteren Kommentare mehr gegeben. Bis jetzt. Und auch Jasmin hat sich nicht geäußert. Das wird auch im Leben nicht passieren. Aber dass Matthias, ja, ich habe das jetzt im Nachhinein erfahren, mein Vertrauen missbraucht und diesen Brief, den ich öffentlich für Facebook geschrieben habe und nur wollte es nur für Facebook halten, dass die Leute sich ihre Meinung auf meiner Seite bilden, dass der erst an die Bild-Zeitung geht, das hat mich echt massiv getroffen, weil das war nicht der Sinn und Zweck. Und da sieht man, da war schon der erste Vertrauen. Ich glaube tatsächlich, dass Ikke das gar nicht böse gemeint hat. Überhaupt nicht. Sondern er kennt uns ja auch ein bisschen und weiß ja, wie wir dann in solchen Situationen handeln, wenn wir ich war ja froh, dass ihr das 1:1 übernommen habt. Das war ja wunderbar, weil normalerweise und in vielen Fällen verdreht die Bild-Zeitung auch gerne mal ein paar Sachen. Und, aber da muss ich sagen, Ingo... Da war alles okay. Und nochmal darauf zurückzukommen. Ja, ich bin auf ihn zugegangen im Februar und unter der Angst, dass wenn ich jetzt diesen Schritt wage und mich öffentlich zu Jasmin bekenne und dass Jana mir auch beruflich den Laufpass gibt, da wollte ich einfach weichfallen, aber habe auch gesagt, ich glaube, das kann der Ecke dir auch bestätigen, das sage ich nicht, ich will auch weichfallen, ich möchte auch, dass Jana weichfällt, dass sie weiterarbeiten, weiter agieren kann und so. Und das war die Abmachung. Und wenn Matthias Dissel dann rumläuft, ja, bei großen Veranstalter und Chefs von verschiedenen Läden hier an der Playa und sagt, er würde in Zukunft mein Management übernehmen, dann ist es sein Problem. Wenn das doch nicht unter Dach und Fach ist und das noch nicht geklärt ist, dann tut mir leid, dann ist nicht mein Verschuldung. Okay. Und ich glaube, er fühlt sich auch sehr gekränkt, dass sie nicht so eingetroffen ist. Er wollte ja auch immer, er will die Macht am Ballermann haben. Er wollte ja die vier Säulen, so hat er es immer genannt, die vier Säulen vom Ballermann. Das wäre dann Ikke Hüftgold, also Mia Julia, Ikke Hüftgold, Willi Herren und Lorenz Büffel. Das wollte er. Er wollte ja so die vier Leute wollte er unter einem Hut kriegen und wir wollten Nummern veröffentlichen. Wir wollten Veranstaltungen machen. Wir wollten, ja, da war so viel geplant, aber das ist ja alles nicht so eingetroffen. Der gute okay, Matthias, vielleicht sollten wir mal, ja, okay, erzähl noch. Der gute Matthias hat ja ein Problem, dass er sich momentan wirklich mit jedem alles verkracht. Er hat, ich finde, und ich bin auch ganz ehrlich, auch wenn ich mich jetzt mit den Leuten da anlege von Ikke, er hat momentan echt einen kleinen Höhenflug und ich bin nicht der Einzige, der das sagt. Ich glaube, ich bin aber der Einzige, der das ausspricht, weil die meisten haben einfach Angst vor Ikke Hüftgold, vor Matthias Distel und Summerfield Music. Die können ja einem hochpushen, die können aber auch einen kaputt machen. Ja, man merkt es ja, gerade in der Situation, was die mit mir machen und einfach falsche Tatsachen erzählen, das ist einfach falsch und Bullshit. Fakt ist, die Nummer der Alkoholblues ist die Idee von meinem Enkel Emilio Willi. Danke auf diesem Wege nochmal. Immer wenn ich meinen Sohn besuchen gegangen bin, mein Enkel, hat er mich vom Fernseher gezerrt, YouTube angemacht und Opi musste dann den Körperteilblues, das ist nämlich die Originalversion, ein Kinderlied. Es geht von Kopf bis Fuß, von Kopf bis Fuß, das ist der Körperteilblues. Ja, und da habe ich mit meinem Enkel vom Fernseher gestanden und habe mit ihm immer den Körperteilblues gemacht, winke, 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 statt trinke, 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 winke, 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 eine Hand zum Gruß, eine Hand zum Gruß und wir winke, 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 den Körperteilblues. Den haben wir immer getanzt und gesungen und immer, wenn ich nach Hause gefahren bin, hatte ich diesen
Ohrwurm, das geht über Binden. Und dann irgendwann habe ich gesagt, Mensch, Jana, ey, das wäre doch was für ein Ballermann, wenn man das macht. Jana hat das dann bestellt, und gesagt, das ist eine gute Idee. In dem gleichen Atemzug habe ich dann Achim und Florian, die Komponisten und Texter, von dem Körperteil Blues über via Facebook angeschrieben, die mir auch an dem gleichen Tag geantwortet haben, haben mir die Nummer geschickt, also die Telefonnummer. Dann habe ich die angerufen, habe denen erzählt, so Leute, ich habe über meinen Enkel habe ich eine Nummer gehört, ich kriege die nicht mehr aus dem Kopf, ich muss die machen, ich finde die geil, ich will die einfach verballern, meine Resilien. Sag ich, und die waren sofort begeistert, ich glaube, du hast auch mit den ich habe mit den Autoren geredet. Genau, also die können das ja bestätigen, also ich will hier nicht. Habe ich dann gesagt, weil ja Ikke, Matthias Christel und Dominik Delehorn von Zauberfilm Music meine Produzenten sind, habe ich gesagt, dem Achim und dem Florian, dem Text- und Komponisten von Körper der Blues, ich klinge mich aber dann jetzt hier aus, finde das gut, dass ihr das gut findet, dann ruft ich jetzt Dominik oder Ikke an und macht dann den Rest, diesen schriftlichen Kram, womit ich mich halt nicht so auskenne. Okay, also wir verlieren uns hier sehr, sehr in Details. Ja. Wirklich brutal. Ja, ja, also, ja. Moment, aber Ingo, wenn du, guck mal, wenn ich mit dir jetzt, ich wollte eigentlich gar nichts dazu sagen, aber dann nimmt er hier Ausmaßen an, das ist ja nicht mehr normal. Das ist einfach nur gelogen. Und deswegen, dann gib mir doch einfach die Plattform, um zu sagen, wie es wirklich war. Da gibt es doch einfach, sag doch, Willi, jetzt, ich erzähle dir, okay. Und wenn, dann, wenn ich 1900 anfange. Aber du willst doch wissen, wie es wirklich war. Gut, okay. Der Ursprung. Ich hole mir dann nochmal einen Kaffee, erzähl weiter. Ja. Nein, okay, gut, alles klar. Ist auch nicht nett, dann hole ich mir mal einen Kaffee. Ich hab ihn schon. Ihr wollt das wissen, ich setze mich gerne auch hier hin und rede auch darüber. Ja. Und werde auch, auch jetzt, ich weiß jetzt, auch, der nächste Schuss wird jetzt kommen von Ecke Höfgott. Ist doch klar. Also genau, darüber wollte ich eigentlich mit dir reden. Wieso habt ihr euch eigentlich zerstritten? Das weiß ich doch nicht, Jung. Dann kann ich dir doch nicht. Ich denke mir, das ist einfach gekränkte Eitelkeit, weil er mein Management nicht macht. Könnte es vielleicht daran liegen, dass ihr, als sich Icke sehr despektierlich über Costa Cordalis geäußert hat? Ja. Nämlich, da schrieb er irgendwie sowas wie Botox in deine Hackfresse, spritzt dir mal lieber Botox in deine Hackfresse. 90-jährige Hackfresse und ich ficke Anita und etc. Geschmacklos, pietätslos, asozial, macht man nicht. Mache ich einen Riegel drüber. Auch das mit Timo Werner ist ein Punkt. Mache ich nicht, toleriere ich nicht, hat hier nichts zu suchen. Wenn der gute Mann, der Timo Werner, ja, für Deutschland ein Tor schießt, ja, da schreien sie alle ja. Und dann den so, nee, man muss bedenken, der gute Mann. Der gute Junge hat Familie, Kinder etc. pp. Meinst du, der hat Bock, hier rumzulaufen? Und dass die Leute, das ist eine Beleidigung. Ja, also Bier ist vielleicht der Hurensohn ist definitiv eine Beleidigung. Natürlich ist das, also der müsst ihr euch mal vorstellen, Hurensohn, das ist ja, die Mutter war doch keine Hure. Ja. Also es ist unfassbar, man soll überlegen, was man da macht. Im Stadion ist das, sage ich mal, so etwas, ein klein bisschen anders, da ist eine andere Welt. Aber hier auf Mallorca hat das nichts zu suchen. Da mache ich den Riegel. Ja? Das macht man nicht. Bitte, also das war das erste Ding, worüber du dich bei Ikke aufgeregt hast. Ja, das war Imo Erna Uhrensohn. Ikke kann keine Kritik vertragen. Punkt. Er kann es nicht. Ich bin da hingegangen und habe gesagt, lieber Matthias, bei allem Respekt, komm mal von deinem hohen Ross runter. Du hast momentan echt nur Leute um dich rum, die sagen, wie toll du bist, wie gut du bist. Bist du gar nicht. Sag ich, das, was du gerade machst, ist pietätslos, geschmacklos und asozial. Das macht man nicht. Das gehört sich nicht. Und Costa Cordalis, dass ich mich von Costa Cordalis kenne, diese Ikone, Schlager-Ikone, ist doch wohl normal. Vor allen Dingen kenne ich den Lukas privat sehr gut. Die ganze Familie kenne ich gut, die Kiki, die Tochter. Und das hat der Mann nicht verdient, dass man den so beleidigt, ja. Nur weil er wieder auf billig Presse machen will. Das geht nicht. Da mache ich einen Riegel vor. Da platzt mir die Hutschnur. Das geht nicht. Und irgendwann ist auch Schluss. Ikke Höfgold hat uns angedroht. Wirklich, er hat gesagt, das ist mein Ruf. Ich heiße Ikke Arschloch Höfgold und ich mache und tue, was will. Das will er doch. Er will negativ in der Presse sein. Er will auf den Index landen mit seinen Songs. Er will polarisieren. Aber er polarisiert so enorm, dann ist er nicht mehr. Und er möchte die Macht. Das sagt er immer. Er möchte die Macht am Ballermann haben. Sagt er das? Das sagt er, ja. Das hat er dir gegenüber gesagt. Ich will die Macht am Ballermann. Das hat er mir gesagt. Nicht nur mir hat er das gesagt.
Und ich weiß, jetzt mache ich dieses Interview, der nächste wird kommen vom Ikke und er wird mir wieder eindrücken wollen und so. Und das ist das Traurige. Also, man muss auch eins bedenken, ne? Ich habe auch einen kleinen Teil dazu beigetragen, dass Ikke jetzt auch unter anderem da ist, wo er ist. Weil ich habe ihm echt eine sehr große Plattform geboten. Ich habe den Gaucho-Song, ich habe ihn angerufen. So gehen gesagt, die Deutschen, was ich was. Habe ihn angerufen, als die deutsche Nationalmannschaft durchs Brandenburger Tor gegangen ist und habe gesagt, Ikke, die Nummer machen wir beide zusammen, nur wir beide können das Ding nach vorne schieben. So kriegst du auch einen gewissen Bekanntheitsgrad. Und das fand er ganz, ganz, ganz toll, dass ich mit der Idee auf den zugekommen ist. Und das kann er auch nicht verneinen. Das war meine Idee, die Umsetzung war von Ikke. Ich bin auf Mallorca gelandet, da war die Nummer schon anproduziert. Sag ich, Ikke, die Nummer machen wir zum Nummer 1 hin. Das ist auch ein Evergreen. Und da muss ich sagen, also da sind wir noch näher zusammengerückt. Also das war 2014, als Deutschland Weltmeister wurde, also vor 3 Jahren. Genau. Und seitdem war die auch dann, Dicke. Ja, die waren so, Mann, so. Und ich sag dir auch, mir tut das auch weh. Ja, bin ich auch ganz ehrlich. Ja? Warum macht der das? Ja? Warum? Warum? Und warum macht er, wo versucht er mich jetzt kaputt zu machen? Er hat ja also gesagt, letztendlich, um jetzt mal in der Chronologie zu bleiben. Du hast dich extrem darüber aufgeregt, dass Ikke den Imo Erna Uhrensohn gemacht hat. Ja, und die Costa. Und dann hast du dich darüber aufgeregt, dass er Costa sehr unflätig auf Facebook beleidigt hat. Ja. Und das hast du ihm auch dann direkt ins Gesicht gesagt, bei einer Veranstaltung. Bei der Gräfrat, das habe ich ja mit Timo Werner habe ich schon vorher gesagt. Und das mit Costa war bei der Gräfrat der Heingaudi, das war vor 10 Tagen. Und seitdem ist das... Ich habe nichts mehr gehört, wirklich. Ich habe nichts mehr gehört. Außer von einem Anwalt. Von einem Anwalt. Und zwar hat man ja die Körpertabus aufgenommen. Ja, wir haben die Freigabe bekommen. Summerfield Music hat die Freigabe bekommen. Wir haben die Nummer dann bei Summerfield auf. Kann man ja alles nachlesen bei Facebook. Ja? Haben die dann, ich finde, wann haben wir das gemacht? Wann sind wir da hingegangen? Vorm Opening. Also irgendwie so Anfang Mai sind wir dann ins Studio, haben den Alkoholbus aufgenommen. Die Nummer ist ein Brett. Ich liebe diese Nummer. Und jetzt bei der Gräfrat, ich habe die am 13. vor dem Opening habe ich das erste Mal in Deutschland präsentiert, am 14. wollte ich sie präsentieren. Ich spiele aber jetzt ehrlich, da ging mir so ein bisschen der Stift, neue Nummer, und da wusste ich nicht, ob ich die Nummer jetzt am Opening mache oder nicht, weil soll ja auch, mein Programm soll ja auch sitzen. Dann bin ich dann lieber auf Nummer sicher gegangen, habe da meine alten Songs gemacht. Und und bei der Gräfrat Hallengaudi, ich habe ja auch fleißig vorher gepostet, habe ich die Leute schon geimpft, ja, da kommt ein Neues auf euch zu. Und bei der Gräfrat der Hallengaudi ist das Ding durch die Decke gegangen. Da habe ich echt Gänsehaut und Pipi in den Augen gehabt, dass die Nummer so angenommen wird. Ja, und danach habe ich dann nach dem Auftritt, hat Ikke mich auch noch sehr gelobt, super, super, super Ding, dann wird ein Brett. Und dann kam er dann ins Gespräch und dann habe ich ihn erstmal darauf angesprochen mit Lukas. Beziehungsweise dann kam auch Jana hinzu, der wollte Jana wegschicken, weil Jana hat das ja gepostet, doch mit Recht, die kann auch ihre Meinung äußern. Und so ist das dann alles irgendwie gekommen. Und dann hat er dann gesagt, dann sind die auseinandergegangen. Und dann kam, darf ich das überhaupt sagen, jetzt auch nach dem Rechtsanwalt, mit dem Angebot? Darf ich sowas sagen? Eigentlich ist das ja nicht schlimm. Ja, okay. Und dann, wir haben ja vorher schon mehrere Produktionen zusammengearbeitet. Es gab da eine Einigung, ja, die immer so war. Und auf einmal kam jetzt ein nicht verhandelbares Angebot. Merkst du was? Nicht verhandelbares Angebot von Summerfield Music, wo ich... Darf man das sagen? Also die Zahlen liegen mir ja auch vor. Sagen wir jetzt nicht, auf jeden Fall. Doch, die Zahlen liegen mir ja auch vor. Liegen die vor, dann sag du das bitte. Also das unverhandelbare Angebot von Summerfield Records dir gegenüber war, du zahlst 3.000 Euro für den Song und hast 65% der Rechte ungefähr abzutreten. Nee. Beziehungsweise der einen der... 70%. Nee, 35% bleiben bei dir. Okay, ich bin mir jetzt nicht mehr... Ich habe das mehrfach gecheckt. Genau, also bei 3.000 Euro, meine lieben Engel, die Leute aus der Branche wissen, ist das eine Auftragsproduktion. Das heißt, ich bezahle die 3.000 Euro und der Song gehört mir. Ich kann damit machen, was ich will. Ich kann veröffentlichen, wo ich will. Nein! Aber Summerfield Music sagt... dass ich denn 3.000 Euro zahlen müsste, dann 70% abtreten musste und muss über das Label veröffentlichen. Hallo? Geht doch nicht. Pass auf, jetzt kommt es. Und dann habe ich versucht, sag ich, Moment, wie nicht verhandelbares Angebot, wie sind wir denn hier, was ist das denn? Haben Jana und meine Wenigkeit versucht, Ikke anzurufen, Dominik anzurufen, gingen nicht dran. Wurden wir blockiert. Nicht verhandelbares Angebot. Ein Tag später ruft der Rechtsanwalt Jana an und sagt, so,
Frau Windolf, bitte nehmen Sie Bienen, wie viele Stunden war das? Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Sollte in 24 Stunden nicht. Ah ja, dieses Körperteil bloß rausnehmen, sonst werden wir richtig verklagt. Das war's. Also so, wir sind auseinander, wenn es nicht verhandelbare Angebot kam. Wir haben versucht, ihn zu erreichen, er haben uns blockiert, ist ja auch unseriös, finde ich auch. Wenn die uns so was schicken, dann muss darüber diskutiert werden. Dann haben sie es blockiert, dann kam der Rechtsanwalt und jetzt sitzen wir hier. So. Hast du Angst vor Ikke Hüftgold? Ich habe keine Angst vor Ikke Hüftgold. Ich habe einfach nur, ich habe keine Angst vor Ikke Hüftgold. Nein, ich habe nur, ich habe Respekt vor dem, was Ikke an Böses tun kann. Was er mir ja auch unverständlich immer wieder gesagt hat, was für eine Macht er hier hat und wen und wie er was lenken kann. Und davor habe ich Respekt. Da habe ich einfach Respekt vor. Und mir tut es aber auch unendlich weh, dass es so weit gekommen ist. Es gab gestern eine Situation, ich habe gestern mein aktuellen, ist ja auch ein Unding, dass ich meine eigene Nummer covern musste. Ich bin ja jetzt bei Marc Weiß und musste meinen eigenen Song, meine Idee, alles mit zum anderen Produzenten gehen und musste meinen eigenen Song covern. Der ist gestern fertig geworden. Den haben wir in die Düse gebracht und da stand der Ikke. Du hast Ikke gestern gesehen? Ich habe gestern gesehen und er hat mich auch angeguckt und es war ganz, ganz komisch, wirklich ganz krasse Situation, nicht so scheiße. Ich habe den schon vor Weitem gesehen, ne? Und da habe ich gedacht, gehst du jetzt? Warum soll ich mich denn jetzt? Ich bin doch in der Düse, will ich doch nur meine CD geben. Da bin ich dahin und der sieht mich und dann dachte er wirklich original so. Man hat das im Gesicht schon gesehen. Herr Willi, man sah auch so, das war ihm unangenehm, mir war das unangenehm. Es war komisch und es hat mir auch wehgetan. Es hat ihm auch wehgetan. Da kannst du sagen, was du willst. Also mit anderen Worten, ihr hängt schon noch irgendwie so ein bisschen aneinander. Ja voll, ich mag den Depp. Aber das, was der jetzt macht, macht man nicht. Das tut mir weh. Das so, merkt man nicht. Also dann hat Ikke sogar noch was ganz anderes gemacht. Er hat dir nicht nur den Song weggenommen, sondern ist an einen deiner besten Buddies gegangen, nämlich Tim Toupet. Und hat zu Tim gesagt, willst du den Song nicht einsingen? Willi darf das nicht mehr. Ja, echt? Ja, stimmt. Hat er das bestellt? Ich will ja nichts Falsches sagen, muss aber aufpassen, sonst werde ich verklagt. Hat den Tim Toupet angerufen. Und Tim und ich sind echt Buddies mit dem Kölner, Hand in Hand, Kölner forever. Hat den Tim angerufen, hat ihn ins Studio geordert, sagt, ich habe einen neuen Song, der Willi will den irgendwie nicht machen und willst du den machen? Und der Tim sagt, ach ja, wenn der Willi den machen will, ich finde den Song super, dann nehme ich den mal auf. Dann hat er den aufgenommen, pass auf, und dann rief er mich an, Freitag war das. Dann sagt er, hey Willi, sag, was ist denn, was läuft? Ne, so wie wir halt immer so sehen. Sagt er, warum willst du eigentlich den Körperteil bloß nicht mehr machen? Sag, was will ich? Das ist meine Nummer, da trete ich schon seit vier Wochen mit auf. Sagt er, wie? Ich komme gerade vom IK aus dem Studio und hab dir gerade eingesungen. Das war am Freitag. Der nächste Brecher! Ich habe mit euch sprecht zusammen, sag ich. Und jetzt hat sich das bewahrheitet, was der Ike gesagt hat. Er will mich mit voller Ike-Macht kaputt machen. Und das ist einfach nur gekränkte Eitelkeit von ihm. Das tut weh. Ja, und dann auch Tim, und dann auch Tim zu fragen. Und der Junge, der Tim, wurde vom Karren gespannt von Ikke. Und der Tim hatte leider erst jetzt gemerkt. Hat er leider jetzt erst gemerkt, dass er vom Karren gespannt worden ist. Und ist auch keine gute Sache, macht man nicht. Ne? Ihm sagen, der Willi will den Song nicht machen oder er darf ihn nicht machen, ist ja gelogen. Ja? Und zum Thema Unterlassung, ja, ich habe doch gar nicht damit angefangen mit Gericht und alles, das ist doch gar nicht mein Ding, Leute. Da bekommen wir eine Unterlassung, wir müssten unseren eigenen Song vom Netz nehmen, weil der ja von dem produziert worden ist, weil wir ja die Freigabe haben, musste ich mir extra auch noch meine Freigabe holen von meinem Song. Ja, jetzt haben wir umgekehrt dem auch eine Unterlassung geschickt, den Song nicht zu machen. Also ich habe ja mit euren Autoren, also mit den Körperteil-Blues-Jungs geredet. Ich hoffe jetzt auch mal eine, ich mache das normalerweise nie, aber jetzt mache ich das. Und die sagten tatsächlich, O-Ton, also wir haben beiden die Freigabe jetzt erteilt. Schade, dass sie sich gestritten haben. Die sollen sich bitte vertragen. Das sagen die Autoren vom Körperteil bloß. Und irgendwie
finde ich. Wer hat angerufen? Wer war der Erste, der angerufen hat? Ja, Willi war der Erste, der angerufen hat. Ja, danke. Aber dann gab es auch Diskussionen mit dem Produzenten, Dominik de Leon. Die finden euch auch beide ganz nett, haben sie gesagt. Und deswegen, sie wollten keinen Streit und haben euch beiden deswegen die Nummer freigegeben. Von daher macht deine Unterlassung ja gar keinen Sinn, weil... Nein, aber das ist ja nicht meine. Ich bin jetzt dreimal chemisch gereinigt durch die Aktion. Dann nicht, dass er auf die Idee kommt, meinen, der ja eh gnadenlos besser ist, jetzt mittlerweile, und mehr Bums hat und mehr nach vorne geht, dass er nicht meinen Song jetzt noch covert, weil ich traue dem momentan alles zu. Hier fragt gerade jemand, wie wäre es mit Promi-Boxen? Nein, auf das Niveau geben wir uns gar nicht herab. Du warst doch schon mal bei Promi-Boxen. Ja, da habe ich doch viel Geld für bekommen. Das war 2003 oder so, oder? Genau, 2004 war das. Und lag dann nach einer Woche zu Hause im Schlafzimmer und konnte mich nicht mehr bewegen, weil ich eine Gehirnerschütterung hatte und konnte kein Licht sehen. Hast, oh gegen Gott! Gegen wen hast du nochmal geboxt? Gegen Nana Darkman. Ach ja, The Darkman, genau. Aber das wäre jetzt keine Option. Ich will das gar nicht. Weißt du, was ich eigentlich will? Ich will Harmonie. Ich meine, jeder, der mich kennt, weiß, dass mir das sehr nahe geht, auch branchenintern. Wisst ihr, Ikke war mein Buddy, ey. Wenn wir uns gesehen haben, sind wir uns in den Armen gesprungen. Und jetzt, jetzt gestern, das war so, nee. Ich will am liebsten alles begraben und hier, ich komm jetzt her, lass uns drüber sprechen. Ich lade dich auf Kölsch ein, du mich auf ein Glas Milch und dann ist gut. Hätte man das Ganze vielleicht, hätte man die Kuh vom Eis bekommen können, wenn ihr euch nicht an die Presse gewandt hättet? Ich bin noch gar nicht an die Presse gegangen, Herr Wohlfeil. Ach, das was? Kommt doch von Ikke. Was? Ich bin nicht. Also du warst der Erste, der sich bei mir gemeldet ich hat. Und dann hat sich gemeldet. Der Ikke bei mir gemeldet. Was habe ich denn gemacht? Na, du hast mir davon erzählt, dass es langsam zu einem Bruch zwischen dir und Ikke kommt, dass ihr euch um den Song streitet. Ja, um dich vorzuwarnen, falls irgendwas kommt, ne, das war eine Vorwarnung, das hast du ja nicht geschrieben. Das war ein privater Anruf, du Jeck. Ja, gut, und den habe ich ja auch nicht weiter verarbeitet. Ja, eben, aber also dann, als Ikke mich dann anrief, dachte ich, dann wird's ja langsam eine Geschichte und ich bin ja nun auch Reporter hier auf der Insel. Nichtsdestotrotz bin ich auch harmoniebedürftig. Ja, ich und deswegen auch. Frage ich dich, wie gibt es da überhaupt noch im Ansatz eine Möglichkeit, dass ihr die Kuh vom Eis kriegt? Ich habe ein großes Herz und ich will, dass ich allein die Situation, ich weiß nicht, ob ich mich daran erinnern kann, an den gestrigen Abend, als wir uns gesehen haben, der war schon leicht alkoholisiert. Ich hoffe ja. Und ich glaube, in seinem Gesicht auch eine leichte... Er war sehr gekränkt, glaube ich, gesehen zu haben. Und das will ich nicht. Mir hat es auch sehr, sehr weh getan. Das war wie so, als würde man eine Ex-Freundin treffen, weißt, in die man noch verliebt ist. Und beide gucken dann weg. Und das will ich einfach gar nicht. Ikke und ich sind eigentlich gemeinsam ein super Team. Also das steht außer Frage. Ich meine das auch an der Resonanz der Fans, die mir schreiben, Mensch, vertragt euch doch wieder. Also weißt du was, Ikke. Matthias, ich mach dich, aber hör auf mit dem Driss. Lass uns an einem Tisch setzen und dann geben wir uns die Hand, dann ist gut. Dann lassen wir den scheiße Dreck hier begraben und ihr macht euren Summerfield Alkohol bloß zum Hit und ich mach meine zum Mega-Hit. Und ich bin mal so freundlich und biete mich an der Stelle als Mediator auch gerne ohne Kamera an. Ja. Ja, jetzt brauchen das wir das will mir ganz lieben. Also ich, anhand gestern, das war echt, Mensch, das Krasse ist, wir begegnen uns ab jetzt, jede Woche begegnen wir uns. Wie soll das denn abgehen? Ist doch kacke. Ich glaube, wir beide mögen uns ja wirklich noch. Also ich mag ihn auf jeden Fall nach wie vor. Er ist ein Level Gale eigentlich, der ein bisschen machtbesessen ist und ein bisschen gerade über dem Boden schwebt. Und aber auch da kommt er auch bestimmt wieder runter und so ist er halt. Aber ich kann verzeihen. Ich kann auch vergessen. So bin ich gepolt, so bin ich erzogen und Peace. Wäre fast ein schönes Schlusswort, aber eins müssen wir noch klären. Wie bist du jetzt mit Tim verblieben? Ach so, Tim und ich sind Buddies. Ich habe gestern mein aktuelles Video gepostet zum Alkohol Blues. Jetzt könnt ihr es übrigens angucken. Und da hat er drunter geschrieben, super. Und dann habe ich gesagt, danke Tim. Und dann habe ich geschrieben, Buddies Forever. Und dann haben wir nochmal angerufen. Und er war auch etwas
Wir hatten ein Telefonat gehabt und da war der etwas traurig, sagt der Willi, ich wollte doch ja nicht, ich wusste doch ja nicht, jetzt bin ich da als Schwedisch als Spielball benutzt. Ja, er wird als Spielball benutzt, aber nicht von meiner Seite. Und jetzt habe ich mir gedacht, weißt du was, es gibt ja die Ursprungsversion. Das ist der Körperteil-Blues, dass Tim und meine Wenigkeit uns einfach zusammensetzen und machen einen Riegel drüber und machen die Originalversion. Als Kinderlied und alle Einnahmen, so habe ich mit Achim und Florian auch schon gesprochen, würden dann komplett an diese Kinderorganisation gehen. So, das wäre mein, also das habe ich im Tim auch angeboten. Und ich glaube, das werden wir jetzt auch reifen lassen und werden das auch tun. Das hat mit Ballermann da nichts zu tun, das wird dann eine Tim und Willi Kinderliednummer, wo wir nichts dran verdienen. Gut. Das ist mal mein Ding, so, dass man sieht, immerhin mit Tim ist da eine Freundschaft von, ja, von nee, zwei zumindest gerettet. Nee, geht nicht, will ich auch nicht. Okay. Und vielleicht rafft der Ikke sich jetzt auch endlich mal zusammen und weiß, dass das eigentlich nur miteinander geht, gegeneinander, weil war ein gutes Team und ist doch kacke, wirklich scheiße. Und das war jetzt das Schlusswort. Peace. Vielen Dank, Willi. Bitteschön. Schönen Tag, Jana. Tschüss.